also 870 Kilometer schon gelaufen. Oh. Oh, schön, ne? So. Schön. Mal schön tiefer. Vor allem ist der richtig auffällig, ne? Ellbogen raus. Ja, der ist richtig auffällig. Ich bin gespannt, wie die Leute reagieren. Hat er gesagt, Sport. Ja, sieht schon anders aus, siehst du? So sieht's aus. Das. Wir machen einen Anruf. Das hat mein Handy weggelegt. Und zwar, wir rufen den Jean-Pierre. Weil wir sind ja in Hagen und fahren bei Dortmund vorbei. Ach, das ist ein Ich habe ein Update gemacht bei meinem Handy. Hallo, hier ist die Mobil. Da hat meine Nummer gesehen. Wollte nicht lang gehen. Da fahren wir nicht. Muss mal gucken. Hier Navi. Wo ist Navi? Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Hier, Chuck. Suchen. Meine Ziele. Sprachnachricht. Machen Sprachstörung. Karl-Friedrich-Gau-Straße, Kamp-Lindfort. Machst du so oder musst du Navi sagen? Alles klar. Unser nächstes Geil. Ziel ist Kamp-Lindfort, Karl-Friedrich-Gau-Straße. Jackpot. Nice. So. Wie gesagt, ich bestelle mir die immer mit. Brauche ich aber nicht, ich mache zu. Ich weiß nicht warum. Das ist eine leichte Behinderung von mir. Guck mal, sehr, sehr, sehr klare Kamera. Schön. Tja, so sieht's aus. Ich finde dieses Dach schön, ne? So drumherum, das so gebaut ist. Aber hier ist was kaputt. Da steht nur 260. Ich glaube, da ist da was kaputt. Das ist BMW. Typisch BMW. Da hat so einen geilen Sound. Finde ich auch. Oder? Erkennt man wie bei Porsche auch. Ja, bei Porsche, bei BMW. AMG hörst du sowieso raus. Mercedes an sich glaube ich nicht mehr so. Ne? Schön alles Leder, fühlt sich alles gut an. Aber warte, das ist ja gar kein Carbon. Ich habe vorhin gesagt, das ist Carbon, aber das ist ja gar kein Carbon. Das ist nur so Dekor. Aber von draußen sah das aus wie Carbon, ne? Oh, Lenkradheizung, Jungs, Mädels, das Ding ist Gold, wird schön warm. Geil. Ja. Au, hast du gehört? BMW. Hier fahren. Ich habe schon ein Pickel gekriegt, ne? Ich habe Dominosteine wieder gepfiffen. Ich liebe Weihnachtszeit und Dominosteine. Wollte ich so nebenbei sagen. Ja, weil ich gerade so Dings gemacht habe und hier habe ich so einen Pickel. Scheiße, Mann. Also, wer mich beeindrucken möchte mit irgendwas, Lebkuchen oder Dominosteine, geht immer. Auch im Sommer. Deswegen freue ich mich, wenn die Saison, Weihnachtssaison schon im Mai anfängt. So, Siegen, Frankfurt, New York, Kamp-Lindfort. Also alles wird Metropolen. So ist das. Fühlt sich gut an. Schönes Auto. Ich habe das jetzt nicht so erwartet, dass der so einen Schub hat. Boah, eine fette Faust mit Frittenöl. Junge, da habe ich mir aber einen Zug geholt. Auf Lunge. Ja, siehst du, guck mal, alle gucken. Sehr übersichtlich. Das muss alles hier geordnet sein. Ich mag das nicht, Chaos. Ja, ich habe genug Chaos auf meinem Schreibtisch. Die ballern aber richtig. Kann man das schwenken? Krass, ne? Ja. Das hat
Also sowas habe ich auch noch nie gesehen, dass man die ganze Autobahn quasi nicht sperrt, aber blockiert. Mit wie vielen Polizeiwagen? Also krass. Oder vielleicht transportieren die Dominosteine und die haben Angst vor mir. Was steht mit dem Auto jetzt an? Und zwar, wenn das für das Auto auch ein Bodykit bauen. Und zwar ähnlich wie dem M, nur passend für dem Nicht-M. Also, da haben auch viele Leute kommentiert unter dem Video. Baut das Bodykit, was wir für den M bauen möchten, wenn der rauskommt, baut das auch für den einfachen Vierer. Wenn ich ehrlich sein soll, geiles Ding. Ja. Ist natürlich M ist M, aber auch Preisfrage. Ne? Hier irgendwas mit 70 hat er gesagt. Kostet er? Ja. Also eine 7 davor hat er gesagt. Wahrscheinlich 79, 999 und 99 Cent. Ich finde für 2020 geiler Sound. Ja. So sieht's aus. Wir fahren nach Kamlingfort, scannen das Auto und wir machen noch was. Ich habe was im Kopf. Und wir machen noch was. Oh, frei. Feuer! Ich habe die Scheinwerfer und die schwarzen Sachen schon ein bisschen matt gemacht und haben wir perfekte Ergebnisse, weil wir bauen für dieses Auto so eine coole Platte. Und zwar hier Kennzeichenhalter. Müssen wir gleich abbauen. Ich mache mit Kennzeichenhalter und gleich ohne. Wir müssen demontieren. Und dann bauen wir quasi eine Platte, die bis hier hingeht. Ja? Und quasi diesen Ausschnitt quasi da, wie so eine Niere bildet. Und hier. Dann ist das hier in Wagenfarbe, in weiß zum Beispiel in dem Fall. Und hier unten auch so kleine Einkerbungen, wie quasi wie so vier Nieren hat er dann. Dann ist er okay. So ein bisschen getrennt, wirkt nicht so modern, wie es ist. Ja. So sieht's aus. Was auch schön ist, zum Beispiel bei dem Scanner, ja, nicht nur hier für unsere Teile, sondern wir können auch, wenn ich das jetzt einscanne zum Beispiel, das was ich auch tue, ja. Wir können zum Beispiel auch Felgen ausrechnen jetzt. Welche perfekte Größe würden bei dem Auto passen? Vielen Dank nochmal an BMW Proka aus Hagen. Ja, die gibt es fast überall in NRW. Dafür, dass ich das scannen darf. Mhm. Ohne Auto keine Scans. Ohne Scans keine Arbeit. Ja, perfekt. Das, was wir brauchen, haben wir. Super. Super! So, ich würde mal vorschlagen, das war's heute von uns hier aus Kamp Lindfort. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.